Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Monatsupdate der AKX. Im März ging es bei uns richtig voran. Wir arbeiten alle auf unser großes Ziel hin. Und zwar dürfen wir im April in der Aero in Friedrichshafen, das ist die größte Messe für die allgemeine Luftfahrt in Europa, ausstellen. Viel Spaß beim Video. Damit die Wirbelsäule des Piloten im Crashfall bei der AKX nicht überlastet wird, hat auch dieses Segelflugzeug eine Kopfstütze, die zusätzlich noch verstellbar ist, um des Komforts wegen für jeden Pilot eine unterschiedliche Stellung des Kopfes einstellen zu können. Die Konstruktion sieht so aus, dass man einmal dieses GFK-Formteil hat, welches an diesem grauen Stahlrohr hier befestigt ist und gleichzeitig zur Aufnahme der Schultergurte vorhanden ist. Des Weiteren hat man hier oben diese Stahlteleskopstrebe, die auch in der Länge einstellbar ist und durch Klemmung mit dieser Schraube in der Länge verstellbar ist. Diese Strebe greift dann in diese beiden Lagerböcke aus Aluminium, welche aus einem stranggezogenen Profil gesägt und gefeilt wurden. Dieser zweite Lagerbock hier hinten ist dann noch in ein Holzstück eingepasst, welche dann die Anbindung zum Rumpf liefert. Da die Bauvorschrift einen Belastungsversuch der Kopfstütze verlangte, mussten wir diesen natürlich durchführen. In der Bauvorschrift stand nämlich, dass die Kopfstütze auf Höhe des Kopfes mit 135 Kilogramm belastet werden muss. Dazu haben wir ein Rohr mit zwei Seilen verbunden, welches wir dann auf dieser Höhe circa befestigten. Über diese beiden Seile konnten wir dann zusammen mit einem elektronischen Zugmessgerät eine Last messen, die dann der geforderten entsprach. Glücklicherweise hielt die Kopfstütze dieser Belastung stand. Jo, beim Flügel ist diesen Monat einiges passiert. Los ging es damit, dass wir den Endleistensteg fertiggestellt haben, den ich schon im letzten Video erzählt habe. Da war wirklich noch viel Arbeit reinzustecken, weil wir eben zum Beispiel diese ganzen Aussparungen, die man hier sehen kann, so einschleifen mussten, dass eben die Position perfekt zu den Scharnieren in der Oberschale passt. Wir nutzen da einen Trick, dass wir Klebeband auf das zu schleifende Teil kleben, dann dort Acryl aufbringen und nochmal Klebeband, und dadurch erhalten wir ein Sandwich, das uns eben beim Aufeinandersetzen der Schalen genau anzeigt, an welcher Stelle noch Material weggenommen werden muss, also wo es aufliegt und wo wir noch Luft haben. Im nächsten Schritt haben wir dann Löcher in die Wurzelrippe gebohrt. Das sind die 5 Löcher, durch die die Steuerung durchgeht und später mit dem Rumpf verbunden wird. Das sind diese Stangen hier. Außerdem haben wir hier bereits angefangen, die ersten Lagerböcke an die Wurzelrippe zu kleben. Das war übrigens auch das Bauteil des Monats auf Instagram. Folgt uns auf Instagram. Und wir haben weitergemacht, indem wir zum Beispiel Lagerböcke gefertigt haben. Das sind einmal solche hier aus OHZell, das ist ein Hartschaum. Oder solche hier aus Glasfaserverbundbauweise. Die Rohrzell-Lagerböcke sind dafür da, dass dort Lineallager drauflaufen können, sprich die Stangen drin laufen. Und diese GFK-Lagerböcke sind dafür da, dass dort Hebel gelagert werden. Außerdem diesen Monat standen wir viel an der Drehbank und haben Hülsen gedreht für unsere Lineallager. Zum Beispiel sehen die so aus. Das ist jetzt eine Hülse für ein sogenanntes Eigenbaulager. Da haben wir dann noch zusätzlich einen PVC-Käfig, in dem Polyamidkugeln laufen, und in diesem Gesamtpaket drin kann dann eine Steuerstange geführt werden. Außerdem ein wichtiges Bauteil, das wir diesen Monat fertigen und einkleben konnten, sind die Steuerrippen. Die sind 3 Stück an der Zahl und hier an der Endleiste immer an den jeweiligen Klappen zu finden. Dort gibt es dann solche Hebel, die das einkommende Steuersignal umlenken und auf die Klappe lenken. Dieser Hebel sitzt dann ungefähr so auf dieser Steuerrippe und kann das Signal wunderschön auf die Klappe übertragen. Wir haben dann jetzt auch schon einige Steuerstangen konfektioniert. Zum Beispiel werden hier solche Stahlgabeln einfach eingenietet. Und im Gesamtpaket sieht das dann eben so aus, dass diese Stange hier zum Beispiel auf dem Rohrzell-Lagerbock, der noch verklebt werden muss und mit Kohlefaser verstärkt werden muss, in diesem Lineallager laufen kann und hier auf der Seite
im Lagerbock von der Wurzelrippe läuft. Ein Teil unserer Steuerung muss bei uns in unserem integralen Wassertank laufen. Das geht platztechnisch einfach nicht anders. Damit natürlich die Steuerung nicht in Kontakt mit Wasser kommt, haben wir unter anderem diese Glasfaserrohre, durch die dann Aluminiumstangen durchlaufen. Dort haben wir Lineallager eingesetzt in Hülsen und das Ganze wasserdicht gewickelt. Genau, und in Kombination mit Hebeln und anderen Schotten wird dann die ganze Steuerung durch den Wassertank durchlaufen, am anderen Ende wieder rauskommen und hoffentlich auf lebenslang trocken bleiben. Ein unscheinbares, aber spannendes Bauteil ist diese Endleistenverstärkung. Und zwar hatten wir die tatsächlich im Bruchflügel nicht verbaut, dann ist aber der Bruchflügel an der Endleiste ungefähr hier versagt, dort wo das innere Ruder angelenkt wird. Und wir haben beschlossen, dass wir den Flügel um dieses Bauteil ergänzen, einfach nur für zusätzliche Sicherheit. Das sitzt dann hier und unterstützt die Endleiste lokal. Ich hatte ja schon erwähnt, dass bei uns Steuerstangen durch den Wassertank laufen müssen. Das sind einmal die Steuerstangen für das Seitenrudersignal und einmal für die Bremsklappe. Die kommen dann hier an und laufen hier durch den Holmsteg durch. Da hatten wir euch in der vergangenen Folge gezeigt, wie wir die Löcher durch den Holmsteg gebohrt haben. Wir haben jetzt diesen Monat die Hebel und diese Durchstöße hier erstmal provisorisch verbaut. Die werden dann später noch verklebt und final verschraubt. Das Signal von der Bremsklappe geht dann ab hier zum Bremsklappenkasten, dazu gleich noch mehr. Und das Signal vom Seitenruder geht von hier bis zum Ende des Flügels zur Winglertrippe. Die Winglertrippe haben wir auch diesen Monat fertigen und einkleben können. Wir geben gerade nochmal richtig Gas, dass wir hoffentlich den rechten Flügel fertig auf der Aero ausstellen können. Und ob das geklappt hat, das könnt ihr entweder in Person auf unserem Stand auf der Aero sehen oder natürlich in der nächsten Folge. Ich stehe hier neben der Bremsklappe unseres linken Flügels, den wir bereits rohbaufertig haben. Für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, die Bremsklappe wird bei Segelfliegern dazu verwendet, die Sinkgeschwindigkeit im Landeanflug einzustellen und einfach besser an den Boden zu kommen, das Ganze besser dosierbar zu machen. Für den rechten Flügel brauchen wir natürlich auch eine Bremsklappe und dazu habe ich in den letzten Wochen hier an diesem Bremsklappenkasten gearbeitet, den wir vor einiger Zeit aus Kohlefaser gebaut haben. Dazu musste man beispielsweise die Löcher bohren, in denen die Bremsklappe nachher verschraubt wird. Die Bremsklappe selber ist ein Serienteil, das wir eingekauft haben und einfach nur an diesen Stellen verschrauben müssen, ohne da groß noch rumzukonstruieren. Und das macht die Sache doch sehr viel einfacher. Gerade hier solche Bleche, wenn man sie sich genauer anschaut, kann man sich denken, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger selber zu bauen ist. Deswegen haben wir das einfach eingekauft. Da die Bauvorschrift verlangt, dass die Bremsklappen im voll ausgefahrenen Zustand auch bei der Maximalgeschwindigkeit von 270 km/h an einem Stück bleiben müssen, haben wir hier am Bremsklappenkasten Aufleimer angebracht. Das sind einfach lokale Verstärkungen für das Laminat, um die großen Kräfte besser einleiten zu können. Ein paar Kleinigkeiten fehlen am Bremsklappenkasten noch. Zum Beispiel brauchen wir noch eine Bohrung, an der die Steuerstange in den Kasten eingeführt wird. Zum anderen wird die ganze Innenfläche noch mit Harz versiegelt, um das Ganze eben gegen die Umwelt zu schützen, gegen Feuchtigkeit und so weiter. Und dann kann der Bremsklappenkasten in den Flügel eingeklebt werden. Im letzten Video hatten wir euch ja schon gezeigt, wie wir die Formen für die Einbauteile hergestellt haben. Diesen Monat konnten wir dann endlich die eigentlichen Einbauteile laminieren. Davor haben wir noch Linsen in die Formen geklebt. Diese Linsen hinterlassen im Abdruck dann eben Sicken in den Bauteilen, die die Stabilität erhöhen und Beulen verhindern. Die Holmstege nehmen den Schub zwischen den Holmgurten auf. Die Endleistenstege schließen den Torsionsquerschnitt des Flügels ab. Dementsprechend sind beide Arten von Bauteilen in plus minus 45 Grad Faserorientierung belegt. Das Ganze relativ dünn, aber an Stellen, wo die Belastung eben höher ist, zum Beispiel eben im Knick oder wo auch Buchsen eingeklebt sind,
haben wir dann mit einigen Verstärkungslagen die Wanddicke nochmal erhöht. Um dann zu kontrollieren, dass die Teile wirklich ins Winglet reinpassen, haben wir dann nochmal abgedrückt, also eben eine Acrylwurst nochmal aufgetragen, die Form geschlossen und wieder geöffnet und konnten dann am Abdruck eben feststellen, wie groß die Verklebespalte sind und dass eben alles so reinpasst, wie es soll. Außerdem haben wir diesen Monat weitere Bolzen und Buchsen gedreht und parallel läuft weiterhin noch die Konstruktion der Steuerung für das Seitenruder. Da werdet ihr im nächsten Video dann die Ergebnisse sehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie ihr seht, ist bei uns richtig viel los. Wir freuen uns schon auf die Aero. Wir sind in der Halle B4 am Stand 107 zusammen mit der anderen AKFLEAKS. Das ist der Stand von der IDAFLEAK, falls ihr uns da besuchen wollt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch da seid. Ansonsten ist auch bei uns diese Woche noch viel los, weil wir unser Frühschulungslager haben, wo unsere neue Flugschüler das erste Mal fliegen dürfen und wo man halt ganz viel Schulung betreibt. Wenn euch das auch interessiert, da kommt noch ein Video dazu. Abonniert gerne unseren Kanal und lasst für dieses Video ein Like da.